So, willkommen zu einer weiteren Folge Creativerse. Und ja, ihr werdet vielleicht ein bisschen was sehen hier unten in der Leiste. Ich habe ein bisschen mal was vorbereitet. Ich werde das auch. Ja, ich will. Warte mal, ich stimme erstmal hier hin. Ich werde das jetzt mal reinschneiden, wenn ich dran denke. Also, jetzt lieber, liebes Zukunfts-Ich, sollst du das genau jetzt reinschneiden. Jetzt sollten Sie ein Einspiel von einem Zeitraffer sehen, das ich vor gestern aufgenommen habe. Wenn nicht, haut mir mal auf die Finger, weil dann war ich doof. Okay, wir machen mal weiter mit Ruckelpartie. Yay. Ja, wir alle mögen Ruckelpartie. Ja, müsst ihr erstmal ein bisschen aufbauen. Hatten wir hier noch was drinne? Nö. Hatten wir hier noch was drin? Nö. Okay. Ich gehe mal kurz hier rein. Und zwar wollte ich schon mal ein bisschen mit Hausbau anfangen, wenn wir jetzt schon mal ein paar Twine. Wie war das nochmal? Was gab nochmal Twine? Gab's du Twine? Nö. Oh Gott. Ah, ich glaube, ich weiß wieder. Warte. Wir brauchen Ranken. Ja. Problem erkannt, nur Problem, wie wir es jetzt hinkriegen können. Sonst, warte mal, kriege ich hier aus den Dingen? Sonst leihe ich mir die mal kurz hier aus. Hui, Ruckeli, Duck, Ruckeli, Ruckeli. Ihr sollt es, ich weiß nicht, ob ihr es denn hinterher seht, werde ich nachgucken, ob ihr das denn auch so ruckelig seht. So, gucken, ob ich hier auch. Nö, ich kriege hier Moos raus. Danke dafür. Huch, aua. Guck mal. Sleafy ist beschwipst. Na super. Also hier laufen auch die Alkoholiker rum. Zwiebeln. Ah ne, Turnip. Ich weiß, was das auf Englisch ist, aber ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja. Gut. Ich mag zwar die Gegend hier gerne, aber hier haben wir keine Lianen. Sonst leih ich mir die hier mal von. Dann können wir hin irgendwann nochmal nachbessern, wenn die uns denn. Wenn wir. Kann wieder mal nicht reden. Wenn es uns stört, dann können wir es ja nachbessern. Hier ein bisschen. Oh Mist. Entschuldigung. Das nehme ich auch noch mit. Und das nehme ich noch mit. Habe ich das Gras mitgenommen anstatt. Oh, ja. Sieht sehr gut aus. Oh, warte mal. Oh, wait a minute. Wir haben doch Lian. Wir können mal ein bisschen erkunden. Wenn ihr das schon hört. Wir können mal ein bisschen erkunden gehen, werde ich jetzt schon hören. So. Nein, bitte nicht. Nicht noch mehr erkunden. Womit haben wir das denn verdient? Warum?
Ja, da müsst ihr halt ein bisschen durch. Wir müssen ja auch noch angucken, was wir hier so bekommen haben. Ruckler. So. Nachher musst du die ganzen Dinge einzeln abbauen. So, warte. Ich nehme nochmal mit. Ach, hier. Ach ja, hier waren ja auch die Viecher. Ach ja. Ich sehe gerade auch, da kommt noch das andere angedackelt. Okay, ich glaube, wir haben erstmal so genug. Zumindest für die Leiter, die wir bauen wollen. Langt das erstmal. Hinter werden wir dann auch einen Teleporter bauen, weil immer die Leiter hoch. Die Leiterphysik hier ist sehr schön. Ja, nee, danke. Da werde ich doch hinspannen, auch einen Teleporter zu bauen. Oder halt Teleporter. Plural, weil man muss hier zum Teil wirklich sehr lange Strecken zurücklegen und deshalb ist es doch schön, einen Teleporter zu haben. Lädt dann halt immer ein bisschen, man muss halt neu generieren wieder. Aber es ist doch um einiges angenehmer, die zu benutzen. So, jetzt erstmal auf den Heimweg. Ah, da hinten. Wir sehen immer am Leuchten da hinten in der Ferne, wo es noch nicht generiert hat, wo unser Zuhause ist. Ist auch schön. Wenn wir irgendwann auch mal auf Tour gehen, sozusagen, können wir ja mal auch nachgucken, ob wir diese Zone auch auf der Karte wiederfinden. Denn das war jetzt sehr intelligent. Schweini. Pick. Oder wie heißen die hier? Pixie. Der hat voll die dicken Pixel. Hahaha. Lustig. Also das Pixel. Ha. 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 War nicht lustig. Weiß ich. Ja, erstmal. Rum hier. Komm. Ruckel, ruckel, ruckel. Oh, Internet heute wieder super. Die Bambusleitung ist am werkeln. So. Ja. Wo ist doch Twines? Ordentlich rein damit. Leute, jetzt ein bisschen, können wir uns ja ein bisschen umsehen. Nein! Nicht schon wieder! Stopp diesen Mann! Er ist dem Wahnsinn verfallen! Nein! Und da müsst ihr jetzt eiskalt durch. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Oh, da ist was gespawnt. Ich glaube, ihr habt es echt satt, hier rumzurennen, weil wir haben ja schon eigentlich alles gesehen. Also ich finde es trotzdem. Oh lol. Das ist auch interessant. Da sollte gleich ein Fluss generiert werden, aber hat er nicht zu Ende generiert. Ich glaube, ich liege mit der Vermutung richtig. Ja. Denk schon. Guck mal auf die Karte. Ach ja, hier war dieses Dreieck. Haben wir auch schon entdeckt. Da. Hier ist unser Gebiet. Schön nah am Wasser. Und werden es dann auch hier rum ausbreiten. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir dann bauen. Entweder müssen wir dazu ein Portal machen oder können auch hier gut bauen. Dann haben wir hier angrenzend daran. Dann als zweites so doch ein bisschen in der Nähe das alles haben. Und ruckel, ruckel. Ich muss mal. Ich guck doch mal, weil das ist, glaube ich, auch. Ja, Quality, aber ich mach mal. Oh, holy shit. Ich glaube, das könnte ein so Faktor Quo sein, warum. Mal gucken. Ach nee, das war was anderes. Ja, nee. Doch nicht. Uff. Soll ich das ein bisschen runtersetzen? Ja, geht doch besser. Sehen halt nicht so weit, aber so wie es jetzt ist, geht's eigentlich, weil wir wollen jetzt nicht so stark in die Ferne gucken. Ja, ich weiß, ich brauche wirklich mal einen besseren Prozessor. Allgemein ein bisschen besser. Ein bisschen die Kiste aufmotzen. So. Oh, da ist
Double Beam. Die brauchen wir nämlich auch noch. Hinter zum Craften. Allgemein braucht man sehr viel aus der Natur, was ich echt schön finde, weil sonst bei einem gewissen Teil, die, gewissen Spiel, dem denen sie hier sehr ähnlich ist, ähnlich aussieht, muss man auch sehr viel in die Höhle gehen. Hier muss man natürlich auch um einiges in die Höhle, für einiges in die Höhle gehen, aber halt, das meiste findet man halt draußen, auch sehr vieles zum Craften von seinen Sachen. So. Super, jetzt können wir nämlich auf Craft gehen und los geht's. Ah, ich brauche noch ein paar Woodwards. Können wir jetzt ordentlich herstellen, weil wir haben genügend Holz. Machen wir gleich eine ordentliche Menge, weil hier kann man aber, hier gibt's nicht zu wenig, hier gibt's hier gibt's nicht zu viel, sondern eher zu wenig. Deshalb gleich mal los. Das sah gerade aus, als würde da irgendwas reinglitschen. Boah. Ah ja, das war ja hier so Krätze mit Spawn. Immer ein bisschen weiter höher. Buff. Bis wir etwa die Blätter erreichen. Um den Dreh. So. Was? Da sind zwei. Entschuldigung, aber. Oder kriegen wir die irgendwie da raus? Guck mal, auf welcher Höhe wir uns hier befinden. Sind wir schon auf Blätterhöhe? Wie hoch geht's noch? Oh, da geht's noch einiges höher. Aber können ja hier schon mal. Junge! Geh! Geh mit Gott, aber geh! Ich kann ja auch nicht anschieben, ne? Nö. Warum auch? Naja, du musst denn, wird denn da halt. Obwohl, dann haben wir halt hier unsere Hausliefies. Einmal hier zu. Ich weiß, dass wir noch ein bisschen höher. Ah, dank. Nein! Alter, geh! Alter, weil dein Schwanz da im Weg ist. Hat er auch noch nie erlebt. Dass da mitten beim Bau ist mein Leafy Spawn. Holy. Lass mal gucken, wie wir das hier mitmachen. Also irgendwie finde ich schon geil, so hochzuklettern und dann BAM! Aber auch irgendwie, das ist dann nervig, weil man dann gleich immer die Leiter sieht. Ah, will ich mal gucken. So, oh ja. Upsala. Glaube ich, werde auch schon so auf Blätterhöhe anfangen, so auf der untersten Blätterhöhe anfangen zu bauen. Weil ich will mir noch ein bisschen Platz nach oben lassen für ein paar Stockwerke. Daher. Wo ist denn die Leiter? Obwohl, das ist eigentlich schon so auf einer guten Höhe. Hab nichts gesagt. Das heißt, dass wir denn hier uns mal ein bisschen Platz machen. Da unten können wir ja, keine Ahnung, eine Aussichtsplattform machen. Mit unseren Leafies. Die müssen wir dann aber auch zählen. Aber das ist jetzt Pflicht. Boden machen wir, würde ich sagen, ganz normal aus Holz. Dann nehme ich aber Wood Wall, weil die viel günstiger sind als der Wood Floor und nun keinen großen Unterschied machen. Deshalb. Mausvergewaltigung. Yeah. Oh. Yeah. Ah, okay. Machen wir hier ein bisschen weg. Bleibt die Leiter. Leiter bleibt da stehen. Das ist eine solide Leiter, das muss ich mal sagen. So, oh. Ja,
bisschen Holz. Andersrum. Was war das für ein Geräusch? Dingel, Dingel? Was? Ich überleg mal, ob ich das hier so offen lasse. Bietet sich ja schon so an, ne? Und dass ich dann so eine Wendeltreppe um den Baum nach oben mache. Ich glaube, das mache ich auch so. Und dann halt verschiedene Flure in die einzelnen Räume. Ich will das halt ein bisschen weitläufiger halten. Ach, die haben neue Sounds implementiert. Hey, nein, du bist da. Warte mal, wo ist Richtung Wasser? Da. Dann bauen wir erstmal hier rüber. Schön mit Meerblick. Huch, habe ich da schon den Boden gesehen? Habe ich da schon den Boden gesehen? Ich weiß nicht. Hä? Okay, warte mal, erstmal ein bisschen hier durchbuddeln. Wir sind schon mal durch die Grenze durch. Okay, das könnte aber auch nervig sein, weil man jetzt immer da durch... Oh, wir haben... Ah. Yay. Oh. Was da? Oh. Collect Vines, Collect Flowers, Collect Beewax. Habe ich schon alles gemacht. Okay. Was ist das? Okay. Craft a processor in collect stone from a cave. Craft a processor. Wenn wir alles noch früh genug machen. Aber erstmal will ich mich hier durchbuddeln. Oh. 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 Ja, wir sind schon über Wasser. Kommen wir auch irgendwann raus? Hallo? Hallo? Wie groß ist das? Ich will ja nichts sagen, ne? Okay, wir machen nach da zur anderen Seite hin einen Ausblick. Weil da ist ein bisschen sumpfig. Können wir auch machen, dann weiß nicht, dass wir dann dahin. Ocean. Ach, wir sind auch schon über. Oh! Bienenwachs. So. Alter. Wir sehen noch nicht mal mehr den Stamm und doch da. Da ist der Stamm des Baumes. Und das meinte ich halt, warum die Bäume hier in Creativeverse halt prädestiniert dafür sind, Baumhäuser zu bauen, weil einmal das hier. Okay, jetzt eckig, aber trotzdem der Ausblick ist halt geil. Und da drum können wir auch hinbauen. Oh, das, ihr werdet mich hassen dafür, was ich vorhab. Ich sehe es jetzt schon wieder. Oh, ihr werdet mich so hassen. Ich glaube, soll ich es aus... Sowas auswählen mache ich dann auch im Zeitraffer und schneide das dann vor die Folgen, weil... Oder mach halt einfach nur Zeit... Mal auch nur Zeitraffer-Folgen. Wenn dann aber auch so gekennzeichnet. Weil... Naja... Das ganze Zeit... Aber unser hier... Zyan-Handschuh hält sich wacker. Oh, weil haben wir das eine eigentlich schon angezogen? Oh, hat er schon automatisch. Kleine Armschiene da. Sind wir ein bisschen gerüstet. Okay. Ich würde hier einfach sagen, dass wir hier ein Holz hinmachen. Und können wir schon Zäune bauen? ja, können wir. Da fehlen uns aber Woodruts, aber die haben wir zum Glück unten. Ich habe mich gerade jetzt vor der Zone erschreckt. Hey, ich will da, hallo, ich will da runter, thank you, oh, ich glaube, es ist hier ein bisschen dunkel, besser, so ist besser, das mache ich mit den Leitern, oh, diese Leiter, Micha, man kann auch nicht S drücken, man muss
W drücken und dabei nach unten gucken. Das ist so ein bisschen, naja. So. Ich mach mal ein paar Slaps. So, werden wir nämlich auch sehr viele brauchen. Ich glaube, ich mach das jetzt die nächsten Mal, ich spring da einfach runter. Da war ja die eine Stelle. Weil durch das Wasser zu latschen und dann hochzukraxeln, müssen wir ja so oder so, ist dauert nicht so lange wie versuchen, diese Kleider runterzukommen. So, ein bisschen ausleuchten. Dann erkunden wir unseren Baum. Das nach hier. Und ich will mal gucken, wie weit eigentlich das eine Ding. Oh, ich sehe schon. Nee, das war in die Richtung. Das wäre fast unser erster Tod gewesen. Tod durch Dummheit. Ach schön. Oh ja. Oh, ach ja, oben spawnen ja auch die Fies. Ich glaube, wir haben uns sogar den höchsten Baum hier in der Gegend ausge... Oh ja, wir haben uns wirklich den... Oh, ups. Ja, gut, zum Glück war hier unten Wasser, sonst wär's wirklich der erste Tod gewesen. Ich paddel mal in Land. Und ich gehe, glaube ich, mal rein und verabschiede mich auch mal, weil... Ja, die Zeit sieht doch schon so aus... sehr verabschiedenswürdig aus für eine nächste Folge. Ihr habt ja auch noch den Zeitraffer, deshalb sollte es eigentlich auch lang, um euren Videodurst zu stillen. Warum rede ich so komisch? Und ja, ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.